Es ist ganz viel in diesen Tagen, Wochen, Monaten. Es ist sehr viel die Rede von europäischen Werten, davon, dass diese europäischen Werte verteidigt gehören. Können Sie dieser Debatte etwas abgewinnen? Ich bin nicht auf dem Laufenden. Ich bin mehr auf dem Gehenden statt auf dem Laufenden. Europäischen Werte. Das ist ein Schmäh. Ne? Alle tiefen, feinen, zarten Werte der Menschheit sind überall. Es gibt auch in dem Krieg und Frieden, weil ich das gerade wieder lese von Tolstoi, wird Napoleon zitiert, der mit seinem Feldzug gegen alle europäischen Völker dann auf St. Helena sagt, ich wollte ja nur alle, wie Sie sagen, Europa zum Bewusstsein bringen, was für ein herrliches Gebiet Europa ist und dass alle Völker im Frieden leben, und hat damit Millionen Menschen umgebracht. Was für Wert. Ich habe einmal, für mich war Europa einmal etwas. Die Werte sind in den Formen der großen Werke. Die Werte sind im Schluchzen eines Kindes. Oder im Hüpfschritt eines Kindes. Das ist für mich Musik. Das ist ein Wert. Ob das Europa ist, ich glaube auch die Zulu-Kaffern, entschuldigen Sie das Wort, die machen die Kinder ein herrliches Geräusch, wenn die Hüpfschritte machen, sogar auf dem Asphalt. Vielleicht sogar besser auf Asphalt. Oder was auch immer. Die Augen der Menschen sind ein Wert, die Blicke, die Augen und nicht die europäischen Werte. Arschlöcher. Sie würden nicht weinen, wenn die Europäische Union zerbricht. Wenn die das anführen, dann als Erpressung und als Rechthaberei europäische Werte. Jeder kann damit leben, was auch immer europäisch ist. Soll damit leben und soll sein Leben damit bestreiten oder damit bespielen oder damit besingen oder mit bemalen. Aber er soll aufhören, daraus aus den europäischen Werten eine Axt gegen andere zu machen. Leute, die so reden, sind das neue Gesindel. Sich der Gefühle der anderen zu bemächtigen und damit Politik zu betreiben. Das ist eines der übelsten Übel der Menschheit.